Hallo Leute, heute gibt es ein kurzes Video von mir. Ich habe leider im Moment nicht viel Zeit, weil die Prüfungen direkt bevorstehen und danach kommt dann noch ein Urlaub. Und so wird es ein größeres Video erst wieder Mitte bis Ende September bei mir geben. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen mit meinem Pautran PI 9130 mit den Einstellungen nochmal experimentiert und wollte versuchen, den Vektormodus zu aktivieren. Das hat jetzt auch so halbwegs geklappt. Also ich habe ihn jetzt eingestellt. Die Spindel läuft dann ganz normal. Sie hat auch mehr Drehmoment als ohne den Modus. Aber es gibt ein kleines Problem. Wenn ich jetzt so bei ungefähr 130% vom Drehmoment bin, dann fängt die Spindel an, plötzlich mal abzuwürgen. Beziehungsweise sinkt auch die Drehzahl bei Last sehr stark ab. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Ich schreibe die Parameter mal in die Videobeschreibung rein. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, der so eine 2,2 Kilowatt China-Spindel mit einem Pautran-Frequenzumrichter im Vektormodus erfolgreich betreibt. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, aber den Drehzahlabfall kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Es ist eigentlich relativ egal, was ich einstelle. Die Drehzahl fällt immer um ziemlich genau den gleichen Wert ab. Hier gibt es auch so eine Einstellung, die heißt Vector Control Differential Gain. Das bedeutet, dass man die von 50 bis 200% einstellen kann und damit man eben die Drehzahlabsenkung damit verhindern kann. Die habe ich aber schon auf 200% gestellt und generell ändert sich nicht viel zwischen 100 und 200%. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das aussieht. Ich habe hier 5000 Umdrehungen eingestellt. Hier sieht man dann gleich die Prozent vom Drehmoment. Und hier unten in dem kleinen Feld hier die Ampere von der Spindel. Und hier sieht man die Drehzahl der Spindel. Und hier bei Electrical Speed, ich glaube, man sollte schon erkennen können, da sieht man dann die Drehzahl, die muss man durch 7 teilen, weil der Bremsmotor 7 Polpaare hat. Dann hat man die wirkliche Drehzahl pro Minute. Und hier ist dann meine Kofferwaage, die auf das Drehkreuz, also auf das Kreuz hier vom Motor geht und die Kraft misst. Da blende ich dann auch noch ein, wie viel Newtonmeter das entspricht. Die Anzeige ist in Gramm hier. Ja, dann. Na? Hundert Prozent. Da sieht man schon jetzt schön am Drehzahlverlauf, dass sie ziemlich stark einbricht. Und das ist dann das Abwürgen, was ich gerade gemeint habe. Sieht man auch hier im Drehzahlverlauf, das ging jetzt auf ungefähr, ja, schätzungsweise 10.000 ERPM runter, also durch 7 teilen. Da bleiben also von den 5000 Umdrehungen pro Minute nicht mehr viel übrig. Ich habe jetzt keine Einstellung gefunden, die das irgendwie verbessern. Ich hoffe mal, jemand hat von euch hat jemand einen Tipp für mich, was man mal noch ausprobieren könnte. Ansonsten ist der Vektormodus jetzt schon mal generell etwas besser als der normale Modus, da die Spindel nicht mehr einfach stehen bleibt und dann erstmal die Last komplett oder ziemlich stark entfernt werden muss, damit sie wieder andreht. Sondern sie kann auch mit ordentlicher Last gescheit, also oder schafft es besser gesagt, auch bei stärkerer Last sich noch wenigstens ein wenig zu drehen. Weil sie wirkt nämlich nicht komplett ab, aber halt fast komplett, was auch nicht so viel besser ist. Aber man hat ja auch gesehen, ich kann jetzt bis 130% circa gehen, bis sie abwirkt. Beim VF-Modus war es ja wirklich bei 100% ist ja eigentlich sofort stehen geblieben. Ja, das soll es für das Video jetzt auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet auch ein paar Infos rausziehen, die euch vielleicht irgendwie weiterhelfen, wenn ihr auch den Vektormodus mal ausprobieren wollt. Dieses Abwürgen kann man auch gut feststellen, indem man die Spindel einfach per Hand mit einem Handschuh bremst. So viel Drehmoment hat die ja nicht, das kann man auch per Hand machen. Dann kann man das auch feststellen.
Nur hier konnte ich jetzt auch genau die Drehzahl sehen und ab welchem Drehmoment das genau passiert. Ja, dann hoffe ich, dass ihr Tipps für mich habt. Bis bald.